Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Spotter Day, der Danny spielt das. Wir sind in Hamburg. Und mit diesem Zug bin ich gekommen, ICE 4, von Köln nonstop nach Hamburg-Altona, über Hamburg Hauptbahnhof, über Hamburg-Dammtor. Und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Folge 5 Spotter Day in Hamburg. ICE 1038 hat Ausfahrt weiter in Richtung Hamburg-Dammtor und als Endstation Hamburg-Altona. Vorsicht am Gleis, Einfahrt Metronom auf dem Weg nach Cuxhaven als RE 5. Hinten dran natürlich eine 246-006-1. Die dieselelektrische Lokomotive, die den Regionalexpress 5 gleich weiterschieben wird. Und ich finde eine sehr schöne Lok. Einfahrt IC nach Westerland Sylt, Steuerwagen voraus. So, und zu dem RE5 korrigiere ich mich. So wie es aussieht, da der Lokführer gerade einen Fahrzeugwechsel gemacht hat, wird er wohl wird er wahrscheinlich rausgezogen. Lassen wir uns einfach überraschen. Er ist auch im Moment abgebügelt. Er wird einen Fahrtrichtungswechsel vollziehen und habe ich gerade geguckt. Natürlich hat diese Diesellokomotive keine Stromabnehmer. Es ist zwar eine E-Diesellok, aber sie hat keine Stromabnehmer. Und ich denke mal, dass es jetzt gleich losgehen wird.
Und der IC nach Westerland hat Ausfahrt. Der E5 nach Cuxhaven macht sich auf den Weg. Einfahrt IC1. Ausfahrt. Hamburg, immer eine Reise wert. Und das nicht nur wegen dem großen Bahnhof.
ich sag nur Elbphilharmonie, Fischmarkt, Elbtunnel, der Michel, um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen von Hamburg. Eine wunderschöne Stadt, kann man nicht anders sagen. ICE und ein weiterer ICE hat Einfahrt. Ein seltenes Bild, der ICE 3 hat Einfahrt im Hamburger Hauptbahnhof. ICE 3 hat Ausfahrt nach Karlsruhe. Und bitte genießt es. Der schnellste Klimaschützer Deutschlands. C1 mit Baureihe 101 in Front hat Einfahrt. Ah, ist gar kein IC. Noch schöner. ÖBB Nightjet. Wunderbar. Mit SBB-Waggons. Nee, gar nicht. ÖBB. Sorry.
Der Metronom. Als Regionalbahn nach Bremen Hauptbahnhof. Vollständigkeitshalber Regionalbahn 41. Und diesmal wieder eine Original 146 als Schublock. 535-0. So, auch hier findet ein Fahrtrichtungswechsel statt. Zu diesem Zweck wurden bereits die Stromabnehmer getauscht. Und zwar der vordere Stromabnehmer gesenkt und der hintere Stromabnehmer gehoben. Und somit fährt sich gleich die Regionalbahn 41 Baureihe 146 voraus in Bewegung setzen. Auf der Fahrt nach Bremen Hauptbahnhof. IC 72 nach Koblenz Hauptbahnhof über Düsseldorf bzw. über Köln, Düsseldorf, Essen Hauptbahnhof hat Ausfahrt. Abfahrt 7:51, Gleis 8. Ich wiederhole, IC 705 nach Erfurt überlegen. Abfahrt ursprünglich 7:50, heute 45 Minuten später Gleis 11. Nächste Reisemöglichkeit in Richtung Berlin ist. So, und Regionalbahn 41 hat Ausfahrt. Auf dem Weg nach Bremen Hauptbahnhof. Es scheint tatsächlich noch die Sonne in Hamburg. Es war eigentlich Regen angemeldet, aber wie ihr seht, bester Sonnenschein, ein wenig bewölkt, aber doch traumhaftes Wetter zum Spotten. Wunderschön. So, Signal hat auf grün geschaltet, das heißt IC 72 dürfte gleich Ausfahrt haben. Auf dem Weg nach Koblenz Hauptbahnhof. Und IC 72 nach Koblenz Hauptbahnhof, über Köln Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof macht sich auf den Weg.
Und schaut mal, was ich da noch für einen Schmankerl gefunden habe. Seht ihr die? Wunderschön. Und der ICE nach Erfurt über Berlin, der ursprünglich um 10.05 Uhr Abfahrt hatte, macht sich jetzt auf dem Weg, ca. 50 Minuten später als geplant. So, und an dem Metronom ist Fahrtrichtungswechsel angesagt, und zwar als RE3 nach Hannover Hauptbahnhof via Uelzen. So, und der EE5, der jetzt einfährt, fährt gleich weiter als RE5 nach Cuxhaven. So, und mit diesem Bild verabschiede ich mich erstmal fürs Erste von euch. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen holen, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schöne Restwoche, habt eine schöne Zeit. Dies war's mit Spotting Day Folge 5. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.